gefasst oder währenddessen schon hat man gemerkt, da läuft es nicht mehr rund, da brauchen wir irgendwie frischen Wind und den hat man jetzt bekommen. Alle sind seien richtig gute Freunde und die Teamchemie sollte auf jeden Fall stimmen. Und wir sind tatsächlich live in der Pistol Annexis gegen Faculty auf DE Mirage. Viel Spaß also beim ersten Spiel. Annexis fängt als CT an. Und Faculty muss jetzt T starten. Bauen zu viert Richtung Action auf. Boah, Kirby kriegt den ersten Frag. Zweite nicht. Wo ist da der Refrag von Dizzy? Spielt es da gut. SMN jetzt raus. Oh, Dizzy leider gestorben. Asmo am B-Spot raus. Könnt jetzt den Kurzspieler holen. Mantis müsste der angesagt haben. Da hat Asmo ihn gesehen. Schön, erst nicht geschossen. Ah, der CT ist gut weggemoved. Jetzt nur noch Mantis und Asmo. Der hat sich die Runde auf einmal gedreht. Fing so gut an, auf einmal die Unterzahlsituation. Der CT im Mini-Dünner hört das auch natürlich auf. Oh, sehr schön geaimt von Asmo. Hat er keinen Schaden bekommen. Die Runde jetzt fast nochmal offen. Leider ist die Bombe irgendwo down. Wir haben übrigens wieder keine Radarpunkte. Aber soll uns egal sein, wir haben ein Spiel, was live ist. So, nette Pose da von dem CT. Aber Asmo, wenn er... Ah, das er... Oh, ihr seht ihn nicht. LOL! Oh, wie gut gemoved war das von Asmo. Und Mantis auch direkt den Headshot. Nur noch Pimp an CD Base. Boah, was eine knappe Runde. Boah, Smoke liegt. Mantis könnte da relativ safe legen. Ja, geht da in das Eck. Und Asmo deckt ihn. Und er wird gerusht. Boah, richtig gut gespielt von Pimp. Richtig krass. Boah, er hat es so gut gemacht da. Faculty war aber auch unter Zugzwang da zu legen. Die Smoke war meiner Meinung nach nicht ganz perfekt. Klar, er wollte sich smoken, dass der CT ihn nicht sieht, aber ich glaube, besser wäre es gewesen, weit hinten zu smoken, damit Asmo dann auch die Chance hat, den rauslaufenden CT mit einer mit einer seltsamen Pose da auch zu holen. Asmo könnte da, denke ich mal, mehr machen können als so. So sieht er den CT natürlich auch super spät, so, wenn die Smoke anders gelegen hätte. Hätte ihn natürlich eher gesehen. Schade, aber Faculty hat die Runde nochmal richtig knapp gemacht. Schöne Runde auf jeden Fall von Asmo. Auch Mantis mit einem schönen Rage-Headshot. Hat sich da den ganzen Frust rausgeschossen. Echt durch das ganze Delay hier, den er da aufgebaut hat. Natürlich bitter, dass die Bombe nicht wenigstens noch geplantet wurde. War auf jeden Fall ziemlich knapp. Und Faculty in einer 4 gegen 4 Situation. Aber am Arsch stehen sie eigentlich ganz gut. Nico mit P250. Boah. Der direkt Headshot, also aim-technisch. Haben sie den natürlich drauf. Das verlernt man nicht, nur weil man ein anderes Team joint. Und als CT werden sie jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel große Probleme haben. Aber, also Faculty brauche ich mindestens 3-4 Runden. Und dann sehe ich eigentlich trotzdem noch gute Chancen. Weil ich denke, das Zusammenspiel ist gerade bei neuen Teams als T enorm schwierig. Vor allen Dingen auf Mirage. Da bin ich mal gespannt. So, Faculty hat nicht gekauft. Und ist da Mitte ein bisschen Stress gemacht. Wieder derselbe Aufbau. Kirby und SMM. A-Stressen. Oh, da liegt leider noch eine gute Smoke. SMN kann da, hat da keine Chance auf Refrag. Und oben steht auch ein CT vor der Smoke. Wer ist das? MSL. Oh, Pimp aus der Küche. Zielt da schon. Glaive auch mit da. Oh, sieht man auch direkt die Aufstellung. Oh, die hier müsste wehtun. Ja, Pimp müsste das auch gehört haben. Man hört das ja, ob man hittet. Jetzt egal, ob mit Waffe oder mit... HE vor allem, ist es sehr interessant. Jetzt schieben auch alle Spieler hin. Glaive hat da noch eine super Posi. Hat auch keinen Burst drin. Hat da einen krassen Headshot von Mantis gefangen. Oh, schön. Also Teamplay gefällt mir schon mal richtig gut von Axis. Positionieren sich gut, gehen kein weiteres Risiko ein da bei Glaive. Bisher nur 2 Waffen verloren in 2 Ecos. Kann sich sehen lassen. So, Faculty spielt keine AWP. Alter, schleppt
This is boring, I wanna see Nip. Als ob Nip-Games so viel spannender wären. Außerdem gerade noch der Rund gespielt. Na gut. Direkt Action-Take von Nille. Oh, er kriegt ein. Oh, ein Bombe-Down. Wichtige Informationen für MSL. Oh, Nico verschießt zum Glück, aber sie sind schon raus. Könnten Action einnehmen. Asmodar allein am Gehen. Oh nein. Oh, Asmodar, den musst du haben. Da muss er einfach vorgehen. Wobei er auch hätte sterben können. Ich meine, MSL kommt damit 12 HP weg. Bisschen Pech vielleicht auch bei Asmo. Mantis hat aber noch eine gute Posi. Hat er auch links einen gehört. Die Bombe ist halt leider... Ah, Asmo hat sie jetzt. Steht er nicht hinter ihm? Ne, er könnte sogar leben. Liegt sogar für City Base. So, Mantis jetzt entscheidend. Sehr schön. Macht den ersten. Oh, schade. Da kam der Instant Retake von der Nexus. Haben sie sich wahrscheinlich auch so überlegt, dass wir, sobald die Bombe gelegt wird, gibt es den direkten Zugriff. Und hat sich auch ausgezahlt. Wenigstens wurde mal die Bombe gelegt bei Faculty. Aber für den Kauf wird es sehr wahrscheinlich. Oh, wobei. Doch, es müsste reichen. Ja. Was kriegt man in der vierten Runde? 3-1, so 2-9 oder so. 2-7 vielleicht. Irgendwie sowas. Plus 800. Ne, müsste schon über 3k sein. 3-2, glaube ich. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall hat es gereicht. Faculty hat nochmal Waffen. War eigentlich gar nicht so schlecht runtergespielt. Schade, dass der Action der CT2 machen konnte. Und sehe die Runde schon ganz anders aus. Simon kommt über Haus. Warten noch auf Asmo. Boah, guter E, aber Dizzy auch schon extreme Schaden gefangen. Hat auch keine Weste. Ist ja der Einzige mit vielen Flashes und wird da auch gleich seinen Mates flashen. Mantis und Asmo werden über Mitte kommen. Boah, schade, dass sich der CD da nicht zeigt. Boah, ich rieche schon wieder blödes Timelag. So, Asmo legt da direkt an. Er jagt den CT und kriegt den Frag. Sauber und am Holz. Boah, sehr schöne Runde von Asmo. Gut geaimt. Ich weiß nicht, ob er den CT da auch noch gesehen hat. So, muss jetzt eigentlich mit On-Spot helfen. Boah, schön von Asmo. Hat die vielleicht sogar die Chance aufs Ace. Pimp letzte CT-Base. Ist noch nicht bekannt. So, jetzt abgesmoked. Jetzt Posi auf jeden Fall bekannt. Pimp geht weg. Kommt doch nochmal wieder, will hier Exit-Tracks. Eigentlich eine ganz gute Entscheidung, wobei ich eher die Arme safen würde. Ach, schade, dass Asmo noch nicht CTB ist. Aber er müsste ihn nicht hören. Asmo kann jetzt den Ace machen. Boah, der macht's. Sauber von Asmo. Starke Runde. Schönes Aiming mal wieder von ihm. Vom Türken. No offense. Direkt sparen. So, auch wenn der. So, kurz 7 Fans aufgegangen. Mitte ging's hoch, aber Faculty hält es relativ gut auf. B wäre auch sogar schon frei. Und das wurde auch durchgegeben. Mantis ist da schon fast drauf, hat er relativ viel schon ausgeschlossen. Hat den Fuß sogar gesehen. Sehr schön gepratzt. War auch instant drauf. Bomb has been planted. Terrorists win. Die Doppel-AWP bei Pimp und Nico. Also Nico ist schon eine relativ gute Abe, was ich bisher so gesehen habe. Pimp weiß ich nicht genau, aber Pimp auf jeden Fall ein aufstrebender Spieler und bei Nexus sind auch alle Spieler relativ jung. Kann das dann nochmal kurz nachschauen, aber ich glaube, dass keiner über 20.
wieder wird Action offensiv gespielt. Fekiti hat da ein bisschen Probleme. Asmo, aber wieder ein starkes Spiel, macht er den First Pick. Ich weiß nicht, ob Döner oder Connector. Das sieht nach Döner aus, da wo das Blut ist. Aber schaut euch mal den Schaden an, den Fekiti schon gefangen hat. Drei Spieler richtig low. Ziehen sie jetzt zum B zurück. Achso, noch Mitte mit Ava. B wird jetzt aber zu zweit gedeckt. Boah, was ein Schuss. Boah, eine schöne Deckung da von Glaive und Pimp zusammen. So, Asmo kommt jetzt relativ spät. Dizzy sollte vielleicht noch kurz warten, bis Asmo da rumzieht. Was er auch tut. Spielen sie gut bisher. Oh, schöner Frag nochmal von Asmo. Jetzt Dizzy raus. Aber im Spot, mit dem werden sie kaum rechnen. Eine sehr ekelhafte Posi. Oh, schade. Er hat fast den Bombplant verhindern können. Oh, und Asmo kommt weg. Rechnen mit oben, ey. Nein, der hat fast sogar noch gemacht. Und MSL eine sehr schöne Pose eingenommen. Sein Mate kann jetzt ziehen. Er hat kein Kit. Oh. Eigentlich nicht gut kommuniziert da, dass MSL vorgeht und nicht Nille. Oh, was ein Move dort. Ah, schade. Hätte sowieso nicht gereicht. Schade. An sich wieder eine ganz ansehnliche Runde von Fekiti. Ah, sie müssen das jetzt verstanden haben, dass Anexus sehr, sehr, sehr offensiv die Action blockt. Viel HEs reinwirft, immer eine offensiv rumzieht. Und da haben sie jetzt schon so viel Schaden gefangen. Das wird ihnen natürlich dann später zum Verhängnis in der Runde. Mein Sound ist nicht leise, das ist ein Twitch-Bug. Entweder Stream reloaden, also die Seite neu laden, Stream direkt auf Twitch gucken oder am Soundregler rumspielen, das sollte das Problem beheben. Oh, ein direkter schneller Argo. Boah, jetzt Fekiti konnte aber nochmal den Frag-Austausch schaffen. Boah, schöner Ace gegen Nico. Nur noch Glaive, der neue Mann, gegen zwei. Nette Fake-Flash, aber... Oh, krasses Aiming von ihm. Nur noch 11 HP bei Asmo. Aber der ist halt heiß. Oh, aber nicht heiß genug. Lol, Glaive hat es, glaube ich, gerade kurz nicht gerafft, dass es schon alle waren. NP für ihn, das 1-2. Aber ich glaube, komplett falsch gespielt von Fekiti. Ich glaube, der Spot-Spieler muss eher fighten. Und dann der L-Spieler rumziehen. Der Forest-Spieler. Und der Spot kann sowieso kaum bewegen. Und wenn der links rumzieht, und der CT dann ungefähr hier ist, also muss man irgendwie so machen, wenn der CT hier ist, zieht der einfach links rum, dann muss der CT nach rechts aimen. Und wenn dann Forest rumzieht, dann muss der rüberziehen und das dauert einfach zu lang. Und dann kann der Forest-Spieler ihn auf jeden Fall machen. Wäre jetzt so auf die Schnelle die Art, wie ich es spielen würde. Oder halt, wie es am besten wahrscheinlich wäre. Und wieder geht's offensiv. Fekiti kassiert dann wieder den First Track. Kirby stand aber auch wirklich an der Kante, wo wirklich gepre-aimed wird. So, mal sehen, ob Asmo das Eck checkt. Boah, perfekt wäre es natürlich, wenn da hinten abgelenkt wird. Und er checkt's nicht. Glaive hat sich da ein bisschen Zeit gelassen. Sehr schön gespielt von ihm. MSL zerstört auch da die Action. Noch zwei. Ne, Anilla hat ihm da geholfen. Nur noch Simon da oben am Haus. Oh, schöner Headshot da. Schön geaimt. Da war er dann wieder nicht drauf. Sehr seltsam. 7-2 die Führung für Anexus. Diesmal keine Bombe gelegt. Und das wird wohl die Eco bedeuten für Fekiti. Ja. Na, jetzt werden sie wahrscheinlich was Schnelles spielen. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie dadurch die Runde knapp machen. Je nachdem, wo sie hingehen. Und vorhin der schnelle Argo hat auch geklappt. Fahren sogar über Haus. Und da werden sie sogar rauskommen. Detected. MSL. So, der hat sehr wenig Schaden gemacht. Boah, die AE sitzt aber richtig gut. Ach, schade, die Bombe ist irgendwo gedroppt. Na, für einen Track hat es noch gereicht.
Schade, dass nicht mehr bei rumgekommen ist. Nexus stand auf jeden Fall richtig gut. Sie schienen zu wissen, dass Faculty sparen muss. Passen auf jeden Fall geldmäßig gut auf. Fällt mir. So, jetzt ist auf jeden Fall nichts verloren. Zwei T-Runden ist schon mal okay. Zwei, drei mehr sollten es aber dann schon noch sein. Erst einmal ein kleiner Fake bei Faculty. Glaube ich, der schon wieder an der Kante. Gefällt mir eigentlich nicht. Vorhin ist er da schon mal gestorben. Jetzt macht er immerhin das Pre-Fire. Er hat es schon ein bisschen verstanden, wie sie da spielen. Oh, da werden sie aus dem Keller unten auseinandergenommen. Mit einem Push. Die Smoke natürlich eher ungünstig für Faculty. Ich weiß nicht, ob sie selbst geworfen haben oder der Nexus-Spieler. Jetzt flechtet es sich sogar raus. Aber schönes, oh, richtig gutes Teamplay von Nico. Dass er dort Glaive hilft, rauszukommen. Auch wenn Glaive da gestorben ist, Nico konnte direkt den Reflex setzen. Und nur darauf kommt es an. Sehr schön gespielt von den Dänen. Und nur noch Kirby mit Bombe. Gegen drei. Aber wenn der Nico irgendwie... Aber wenn der Nico da timen kann... Jetzt zum Beispiel, wenn er jetzt rauskommt... Das wäre richtig krasses Timing. So, jetzt verrät er sich auch noch mit einer Flash. Oh, jetzt zieht auch MSL nach. Nille kommt auch über kurz wahrscheinlich. Zumindest wäre es gut. Ah, das gefällt mir nicht, dass Nille jetzt dort kommt. Weil der T hat eigentlich noch viel zu viel Zeit. Nille müsste da Mitte dicht machen. Gefällt mir nicht. Kirby hat sich vielleicht weggedreht, war leider doch blind. 9:2. Gut Runde gespielt von Nico und MSL. Nille da für mich nicht den perfekten Laufweg gewählt. Aber gut, Runde geht trotzdem an die Dänen. Faculty kauft. Nochmal einen schnellen Argo zu probieren. Und nur zwei am A, also vielleicht die Chance. Auto-Director, Auto-Director, Auto-Director. Wie spät der immer switcht. Oh, wie ist es wieder auseinandergenommen, man. Vorhin kam da Instant, aber die nächsten Reflex, die diesmal fehlen. Oh, Kirby, was ein Spray. Oh. Ah, der Go sitzt nicht gut. Ah, der Spot-Spieler, der Holzspieler, man, der kann immer mehr machen als einen. Irgendwie ist das nicht ganz synchron da. Ich weiß nicht. Hab da auf den Autodirector vertraut, aber der switcht mir viel zu spät, muss ich mir merken. Deswegen leider nicht genau gesehen, was sie da gemacht haben. So, wieder legen sie direkt an. Sie rushen sogar durch. Da ist keiner. Boah, dass sie jetzt schon alles ausschließen können. Einer deckt da mit T-Base. Nee. Ist er schon direkt weg. B-Rush diesmal ganz okay. Mantis hat nach hinten. Oh, da kommt zwei. Hat eine gute Pose jetzt. Sehr schön gewählt. Eigentlich eine ganz gute Ausgangslage. Oh, Mantis macht ein, zwei. Oh, er macht gut Schaden an Nille. Das ist noch okay. Auch wieder wichtig gefragt von Asmo. Oh, schlechte Pose. Da muss er wissen, dass Haus kommen kann. Kirby kann es aber noch machen. 1 gegen 2. Nille ist low. Shots an den... Oh, beide low. Und die Bombe. Bombe liegt anscheinend verdeckt. Oh, wie schlecht die Bombe liegt. Der Diffuse durch. Nein, 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 nein. Warum liegen sie... Ah, gut, kurz war halt nicht gehalten. Ah, wie bitter das ist. Ein bisschen Pech auch bei Mantis. Wenn er da eine bessere Waffe hat, hat er wahrscheinlich auch beide. Oh, Mann, Mann, Mann. 11:2. Teilweise schon knapp Runden. Auch wenn sie nach Zerstörung aussieht. Faculty hätte da durchaus ein paar mehr T-Runden haben können. Zwei sind natürlich noch drin, also insgesamt 4. Das schaffen sie es ja. Und Decoy in die Mitte. Wieder B-Contact. Also sie kommen ja schließlich B rauf. Und Pimp verschießt. Direkt der Contact-Go. HE dürfte nicht so gut sitzen. An NSM schon. So, sehr schön. Diesmal der B-Spieler gefallen, ohne direkt First Flag zu kassieren. Zwei Flags sitzen. Und diesmal hat's MSL gut, kommt da aber kurz. Aber einer Mini-Döner, das, da dürfte nichts anbrennen. Boah, die Runde muss an Faculty jetzt gehen. Und wer ist der Mini-Döner? Mantis war das. Sehr schön gespielt von ihm. Gefällt mir, was er da macht. So, die CT ist richtig gut abgesmoked da von Faculty. CTs haben da keine Chance, trauen sich nicht durch. Sind auch komplett richtig. Wissen einfach dann überhaupt nicht, wo sie hin aimen sollen. Keine Ahnung, wo die T's sind.
Infect, die huntet auch. Auch nicht so verkehrt, ja, wobei. Agnexis wird auf jeden Fall letzte Runde noch kaufen können. Egal wie viel sie jetzt durchkriegen. Finde ich nicht ganz so klug von Nico. Er sollte vielleicht eher auf Exit Tracks gehen. Denn Faculty hat nicht so viel Geld, da sieht man's. Gut, sie überleben hier tatsächlich mit allen. Daher ist es egal. Gut, sie hätten sich legen können. Aber wenn er dann noch so 2-3 macht, irgendwie, total krass. Dann hat einer bei Faculty vielleicht nicht ganz so viel Granaten und sowas kann sich natürlich schon auswirken auf die Runde. War die von Faculty geworfen? Egal, schneller Auge. Disruptor mit dem First Track. Doch kein schneller Auge. Also der Disruptor hat nur direkt angelegt. Asmo kommt wieder über Keller. Boost hätte ich gerne mal gesehen. So, da gibt es die Flash für den Connected. Jetzt hat Kirby rausgezogen. Ja, sehr schön, Spot-Spieler. Oh, sehr schön von Kirby. Play flätzt dann kurz. Kriegt aber auch Insta-Hits von allen beiden Seiten. Das muss die vierte Runde sein für Faculty. Da ist es auch. 11-4. Wie ich betiktet habe, 3, 4, 5 Runden können da reichen. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Das heißt noch gar nichts, das Ergebnis. Anexis schießt ganz gut. Faculty finde ich aber nicht unbedingt unterlegen. Sah teilweise... Also das Ergebnis spiegelt hier nicht alles wieder. So, kurz in die Comments geschaut. Stimmt, ich habe gar nicht auf die Stats geguckt. Aber ach nein, da gibt es ja immer die Restarts. Wobei das auch weird ist. Das Ergebnis wird mitgenommen. Die Punkte allerdings nicht. Aber das ist, glaube ich, eher wichtig für die Statistiken. So, Instant Bego oder was? Nur Asmo dort? Kirby noch... Haus. Restarting müsste jetzt... Ja, geht jetzt weg. So, jetzt der Go. Mal schauen. Asmo flasht gut gegen. Sehr schön. Einen kann er machen. Sollte jetzt vielleicht nicht ganz viel Risiko eingehen. Sollte viel Zeit rausholen. Ah, aber Kirby macht auch noch... Ah, ganz, ganz, ganz knappe Runde. S-Man hier mit dem wichtigen Kit. Oh, Mitte noch das Duell. Mantis. Sehr schön, er gewinnt's. Ganz, ganz, ganz wichtig. So, S-Man sollte jetzt Spot flashen. Oh, die AE kann wehtun. Tut's... Oh, was er für Headshots drückt. S-Man sollte da vielleicht mal... Hätte vielleicht eher flashen sollen. Oh, sie wissen, wo er ist. Das müssen sie machen. S-Man muss da diffusen. Sehr schöne Headshots hier von Faculty, von beiden, von S-Man und Mantis. Mantis für mich hier der Matchwinner gerade. Richtig heiß, der Junge. Fällt mir auch fast mit am besten bei Faculty mit Asmo zusammen. Vom Aiming zumindest her. Und hat S-Man direkt seine schlechte erste Halbzeit wieder wettgemacht mit der Runde. CT-Pistol geholt. Das kann schon mal sehr, sehr, sehr entscheidend sein. Im späteren Spielverlauf. Was ist denn nur mit P250? So, Asmo müsste den da... Hat den Haus vermutet, der ist aber Keller. Flash in Connector. Oh, richtig gute Flash. Asmo räumt ein bisschen von hinten auf. Die sieht schon hinten Action durch. Nico am Spot. Oh, er chillt dort. Oh,
direkter Headshot gegen Dizzy. Hat leider nicht gereicht für den Frag. Dennoch. Nett. So, Nexus kauft. Haben wir auch erste Runde legen können. Und jetzt bin ich gespannt, wie Faculty da steht. Was gerade ein Ace? Oh, gar nicht drauf geachtet. Eco-Aces jucken ja eigentlich auch eher nicht so. Mollys sind nicht verboten, werden einfach nur kaum noch benutzt. So, interessanter Aufbau bei Annexis. Interessantes Smoke auch von Kirby. Geht jetzt allerdings weg. Was man auch eine sehr interessante Pose da um links decken. Die Sache ist, sie könnten boosten. Kirby schon die Hits bekommen. Asmo macht keine Anstalt zu helfen. Kirby ist da ganz auf sich allein gestellt. Nicht so gut gemacht. Von den beiden B-Spielern. Der war irgendwie blind anscheinend. Ich weiß nicht genau, wodurch. Wo Bombe ist gelegt worden, da auf dem Spot rechts. Also die HE sitzt nicht. Dizzy von hinten. Da nochmal was gepickt. Boah, Asmo jetzt gestorben und da hat sich Dizzy auch instant dazu entschieden, hier mit Schräglage safen zu gehen. Zwei Flex nur die Runde gefallen für Faculty. B-Deckung nicht gut gehalten. Müssen die Gemälde anschauen hier. Und Dizzy könnte eigentlich eine legen und selbst Farmers kaufen. Also Man könnte kaufen, Kirby könnte kaufen. Aber ich glaube nicht, dass sie es machen. Ah, SMN hat davon das S in der Eco. Auch nicht schlecht. Mal schauen, was Dizzy machen kann im Haus. Vielleicht ist der Leid selbst. So, A-Haus schon mal ausgeschlossen. Pimp hat da auch keinen Fokus drauf. Schade, dass sie nicht durchpushen. Doch, jetzt. Oh, gute Infos. Mit Timing haben sie ihn sogar. So, bauen aber wieder B auf. Alle drin. Schade, dass die sich... Naja, jetzt traut es sich mehr. Aber jetzt kommt gleich der Bego. Ah, die Runde wird ganz, ganz schwer. Kirby muss da schon mindestens zwei machen. Oh, guten Schaden. Einen macht er. Dizzy auch einen. Ah, vielleicht dachte er nicht so schlecht. Asmo nimmt auch einen mit. Annexis in der Ut. Oh, schöner Headshot von Asmo zum Jail. Richtig gut geaimt. Und da war es nur nach Glaive. Wieder der Neuzugang gegen 4. Mit Bombe auf dem Rücken. So sollte sich nicht allzu lang Zeit lang. Einfach nur legen, damit sie nächste Runde kaufen können. Wobei, ich glaube, das ist nicht unbedingt drin. Ja, jetzt kommt er auch nicht mehr zum Legen. Also wenn er da nicht sofort legt, dann hat er eigentlich auch keine Chance mehr, weil dann kommen die CTs, decken da alles ab und werden dann gemeinsam rumziehen. Ja, jetzt nur noch 11 Sekunden. Also schlechter konnte man es wirklich machen. Jetzt legt er auch noch sogar für Haus. Also ganz komisch runtergespielt. Also entweder man legt sofort, versucht dann noch irgendwie die Bombe durchzukriegen, oder man geht viel aggressiver auf den Frag, vielleicht kurz den einfach rushen. Also einfach vorgehen und nicht da Spot die ganze Zeit rumchillen. Dann ist da vielleicht noch was drin, aber so nicht gut runtergespielt. Aber sehr, sehr, sehr schöne Runde von Faculty. Retten hier die Eco, holen die Eco und sie sind dafür bekannt, richtig gute Ecos zu spielen, haben sie noch, das wissen sie auch selbst. Und das wird sie nochmal ordentlich pushen. Asmo auch mit AWP. Oh, das gibt, glaube ich, wieder ein Go über Connector. Der Eco-Go wieder. So, Flash. Diesmal kommt die aber nicht übers Dach. Simon hat eine gut. Aha, anscheinend auch nicht so eine gute Posi. Oh, Mantis. Oh, fette Probleme. Kirby hilft da noch von kurz. Hilft da noch von kurz. 8 zu 12. Annexis ist wieder mit Geld.
spielen keine Gegner-WP. Was könnte denn so ein Verhängnis werden? Ah, sie warten auf die Smoke. So ein Delpan wird jetzt einfach mittig springen und trotzdem auf die Frags gehen. Aber es gibt einen A-Split über Connector und das scheint, der ist gerade nicht gedeckt. Also sie haben auf jeden Fall die Info, zum Glück machen sie nicht direkt Go. Die AE sitzt leider nicht, immerhin passt Simon da auf. Was ist mein Kack-Stream angegangen hier? Ich hasse das, die Pest. Oh, Simon, jetzt sind sie noch nicht drin. Sie hat da schon Action geblockt. Man ist gerade komplett am Umbauen hier. So, und der ist Döner drin. Simon, der steht immer noch auf der Kiste. Oh. Was der T da auch macht, der wartet so lange. Jetzt springt er rein und jetzt Simon geschoben. Ist ein B-Fake. Oh, und jetzt wird er ihm reinlaufen. Boah, sehr schön gemacht, Vanille. Oh, er hört sogar, dass CDB seiner kommt. Oh, Nille müsste jetzt eigentlich schon zu Connector gehen. Mantis. Ja, hat er eigentlich keine Chance. Ts haben auch viel zu viel Infos jetzt schon. Oh, aber S-Man hat da irgendwie die Bombe vereitelt. Und sie können die Bombe nicht picken. Kirby muss einfach nur wegbleiben. Was er auch tut. Schön gemacht. Krass. Aber irgendwie ganz, ganz seltsam gespielt von dem Spieler da auf der Kiste in der Mitte. Hätte, finde ich, viel eher reinspringen können und hätte da viel mehr machen können. Tja, aber zum Glück hat er es nicht gemacht. 9. Runde somit für die Deutschen. Annex ist wieder am Sparen. Und das sieht doch an sich gar nicht so schlecht aus. Gespannt, wie Dizzy das da handelt. Gib ab, seine Flash davor ihn gibt oder so. Das wäre natürlich ganz gut. Jetzt zieht er einfach rum. Ah, finde ich jetzt nicht ganz optimal. Ich fände es geil, wenn da. Moment. Boah, was für Headshots! Also was ich geil finde, wenn da irgendwie, wenn er den Contact hat, dann kurz weggeht und in dem Moment irgendwie eine Fläche hinkommt oder so. So vor die Kisten, damit er nicht blind wird. Und dann kann er hier irgendwie trotzdem noch fighten und dann sind die Spieler alle blind. Oder halt hier auch in die Action. Das finde ich geil. Ach, leider nicht so gespielt, aber Runde trotzdem relativ locker geholt. Richtung A. Nur gut, Dizzy. SMN. Oh, Dizzy immer noch mit Schräglage. Gegen 3. LOL! Und er kriegt den ersten und kommt mit 100 HP weg. What the fuck? Macht den zweiten leider nicht. Da war ein bisschen Aiming versagt. Und Simon pusht direkt durch. Und letzten beiden Action. Boah, sehr schön. Boah, richtig stark. Schön gemacht. Aber was ein Lack da oben von Dizzy, krass. Ich glaube, die T's waren da so leicht blind von der Fläche, auch wenn die da gerade durchging. Dizzy hat ja hinten irgendwie geflasht, von daher verstehe ich es nicht. Wie die hier da blind werden konnten, ganz seltsam. Vor allem, wie er sich da eben weggehen nach den Headshot lackt. Führt hier tatsächlich 7-1 gerade, ja, Tatsache. Und jetzt spielt Mantis da was Offensives, hat super viel Kontrolle. SMN aber leider. Ja, doch. So, guter E, richtig guter E, starke Runde wieder von Asmo. Die sie auch geholfen. Und Kirby, ah, ich wollte gerade zu ihm hin. Schönes Pre-Aim von Asmo, gute Pose bedeckt und sehr schön.
Darkman, was sie hat. Also, habe ich ja vorhin schon gesagt, aim-technisch sind sie eigentlich nicht unterlegen. Das sah nur vielleicht teilweise so aus. Das sind hier für mich sogar auf einem Niveau fast. Und haben sie tatsächlich den Ausgleich geschafft. Und es sieht gar nicht so schlecht aus, dass sie das vielleicht tatsächlich gewinnen werden, ihr Auftaktmatch. Eigentlich wäre es ihr zweites Match gewesen, aber mal gucken, vielleicht können sie sogar beide Spiele gewinnen. Boah, die ist sie mit richtig gutem Gas. Headshot bekommen. Boah, nette Pose jetzt von ihm. Er hört weiterhin die Steps. Er will das Risiko, glaube ich, nicht weiter eingehen. Er bleibt da echt stehen. Mantis Action geblockt. Boah, schade. Aber 12 HP nur noch bei Nille. Das hätte die sie auch gewinnen können. Der SMN scheint... Warum geht Mantis da hoch? Oh, Misskommunikation, glaube ich. Ich glaube, er wusste nicht, dass SMN da unten ist. Und die Ts werden auch im Leben nicht damit rechnen. Zumal die anderen Spieler jetzt gut ablenken könnten. So, jetzt einen hat er. Sehr schön. Oh, Haus auch gestorben. Ah. Oh, ist gut gehandelt. Sehr gut gespielt. Auch wenn es da ein kleines, kleine Abstimmungsschwierigkeit gab. Zwischen Mantis und Simon. Aber ist dann aber alles gut gegangen. Hat am Ende mit der Pose aber geklärt. Wieder keine Bombe. Trotzdem reicht's vom Geld her. Ich meine, ich habe jetzt so viele Runden in Folge verloren. Können sie jetzt eh immer kaufen. Und da ist einfach das, was ich angesprochen habe. Als T einfach super schwierig als neues Team. Da einen Weg zu finden, einen Stil zu finden. Die sie übrigens die ganze Zeit noch mit Schräglage hier. Beim Specken. Erstmal First Track am B-Haus. Der A-Go. Die sie macht da den ersten. Der Rest über Action. Sauber geholfen da von Kirby wahrscheinlich. Boah. Sauber gemacht von Dizzy. Er bleibt da richtig lang oben, weiß genau, er hat Support von seinen Mates. Sie decken ihn da 14 zu 12. Die Halbzeit 10 zu 1. Also das, was er nächstes kann, kann Fekti schon lange. Nämlich hier wie eine Mauer stehen, wie eine Wand. Wie eine Festung, wie ein Fels in der Brandung. Jetzt hauen sie hier, glaube ich, ein bisschen Geld raus. Verstehe ich nicht, keine Ahnung. Das habe ich bis heute nicht verstanden. Habe ich schon relativ oft gesehen, warum er da manchmal Flashes raushaut oder irgendwelche Granaten. Oh, Kirby da gut blind. Sprüht da rein, macht aber nichts. Doch, hat einen gemacht. Da gab es sogar einen Teamfrag. Oh Mann. Oh, richtig gut da von Asmo. Ja, verschießt. Ach, warum bleibe ich nicht auf ihn drauf? So, Nille macht das einzig richtige Gitter-Frag. Gut abgezielt von Simon. Weiß ja genau, der T muss was machen. 15 Runden für Faculty. Wer denn das nach der ersten Halbzeit gedacht? Vor allem nach der, weiß ich was es war, 7-2-Führung oder so. Und Nexus hat auf jeden Fall relativ hoch vorgelegen. Vorgelegt. Jetzt kann Faculty das Spiel hier beenden. Mit einer unglaublich starken CT-Leistung. Wobei sie natürlich in die Karten spielt, dass der Nexus ihr neues Team ist. Und noch nicht so ganz den Trainingsaufwand betrieben hat, der vielleicht nötig ist, um Faculty auf der Map zu schlagen. Versuchen wir es jetzt nochmal mit einem Verzweiflungs-B-Rush. Haben wir aber auch gemerkt, dass Kirby der nicht so stabil steht, wie er vielleicht hätte stehen sollen. Asmo, Kirby machen da einen richtig guten Job. Vor allen Dingen Asmo hilft da mal wieder super aus. Und da war es nur noch MSL. Da kommt auch das Well-Played, also auch Fairplay hier vorhanden. Schreiben sogar alle, also da haben sie auch Respekt vor Faculty's Leistung. Ich hoffe mal, der kleine Zwinch, die kleine Rivalität spielt da jetzt auch nicht mehr wirklich rein. War ja eh nur so halb Spaß. Und Faculty hat das Spiel gewonnen, 16 zu 12. Gratulation von meiner Seite an die, ich wollte gerade sagen Kölner, aber ich glaube, sie sind nicht alle aus Köln, aber der Clan lebt in Köln, residiert in Köln und die werden sich natürlich jetzt freuen, dass ihre Jungs ja hier mit einem Sieg in die Liga gestartet sind. So, und ihr